All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainties, baby, I can show you how. Let my love in, let my love in. Bist du bereit? Die Halbmoon-Party beginnt heute. Jenny ist gut drauf. Wir haben uns ein bisschen schick gemacht und es wird gerockt. All alone as you look through the door. Ja, Jenny malt mich gerade schon so ein bisschen an. Wir sind gespannt, was raus wird. Ich bin einfach Bodypainter, Mann. No, you don't have to keep it under lock and key. I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainties, baby, I can show you how. Wir mal unsere neuen Freunde an.
you'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. Say it, say it. Halfmond-Party war gestern richtig geil. Wir sind irgendwie um 4 Uhr morgens mit dem Sammelbus nach Hause gefahren und wir hatten richtig Spaß. Leider waren die Lichtverhältnisse jetzt für mich zum Film nicht ganz so gut und ich hoffe, dass ihr trotzdem was sehen konntet, aber es war richtig lustig und die Jenny hat auch richtig abgerockt. Jenny hat richtig auf Techno gefeiert und ja, so kann ich die nur gar nicht. Also hat richtig Spaß gemacht und ja, dass wir Phuket dafür ausgelassen haben und dann die Halfmond-Party mitgenommen haben, war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Wir haben sehr viele neue Leute kennengelernt, wir haben sehr viel Spaß gehabt und wir kommen auf jeden Fall wieder. Was ist da? Pelle. Ja. Ich pelle mich, das stimmt. Ich hab wirklich Sonnenbrand. Das hätte ich selber nicht gedacht, dass mich dann mal trifft. Ich bin mich am ganzen Körper am pellen und wir wollen nachher mal schauen, dass wir im Spa-Bereich irgendwie so eine Anwendung bekommen, wo die mich mal so richtig abschrubben. So eine Art Peeling. Ja, sollte natürlich jetzt nicht so sein, dass meine ganze Bräune wieder weg ist, dass ich genauso weiß wie die Jenny, das wäre ja schade. Ja, zeig mal hier. Blaue Flecken. Jenny ist auch gerutscht, ihr habt es ja gesehen und davon hat sie wirklich blaue Flecken. Also ich hab ja gesagt, ich verletze mich. Also ich hab auch sicherlich überall blaue Flecken, auch vom Aufprallen. Also ich bin teilweise richtig böse aufgeschlagen. Ne? Ja. Dann manchmal sah ich aus wie so ein Äffchen, manchmal wie so eine Kröte. Ich habe auch Schmerzen im ganzen Körper, also richtige Platzen, nur bei mir sieht man das natürlich nicht, aufgrund der Bräune. Aber ich denke, morgen, wenn ich aufwache, wird sich das schon bemerkbar machen. Ja, wir haben unser neues Hotel gebucht in Bangkok. Das Angebot dafür haben wir uns über Booking.com angesehen. Hat gekostet, das Angebot, wie teuer war das jetzt für 3 Tage, also 3 Übernachtungen? 409 Euro. Der 409 Secret Euro. Deal. Der Secret Deal, genau, also der geheime Deal. So, ich hatte dann aber trotzdem, bevor wir das abgebucht haben, über Facebook die Seite angeschrieben. Da hat er mit dem Kontakt aber nicht so ganz geklappt. Die haben dann gesagt, die melden sich. Wir haben dann irgendwie einen Tag gewartet. Das Angebot lief langsam dem Ende zu. Ich habe dann sofort in Bangkok im Hotel angerufen, habe mich mit der Buchungsabteilung verbinden lassen und habe mit denen auch gesprochen und habe denen auch gesagt, dass wir also wirklich bar zahlen wollen, wir kommen, nicht über die Kreditkarte. Und die gleiche Suite, gleiche Quadratmeter, alles wie wir das haben wollten und es war wirklich teurer. Also das hat uns jetzt wirklich auch überrascht, weil normalerweise war wirklich alles günstiger, wenn wir dann nicht über einen Veranstalter gebucht haben. Über das Hotel selbst hätte uns das jetzt 560 oder 570 Euro gekostet und wäre auch ohne Frühstück gewesen. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt, also der Secret Deal über Booking.com ist wirklich einzigartig gewesen, richtig gut. Und wir sind auf das Hotel natürlich gespannt, also die Bilder, die sprechen echt für sich, also das sieht richtig, richtig gut aus. Es war aber auch mittlerweile echt schwierig, da noch ein Hotel zu bekommen. Also die besten Hotels waren wirklich ausgebucht. Dann gab es noch so ein paar Absteigen, die wollten wir jetzt in Bangkok nicht unbedingt haben, weil das wirklich so die letzte Station von uns ist. Da wollten wir ein bisschen chillen und wollten auch wirklich was Schönes haben. Und haben dann jetzt wirklich ein gutes Hotel genommen. Und ja, wir freuen uns drauf. Also wir hatten 3 Möglichkeiten, nach Bangkok zu kommen. Das eine ist fliegen. Die andere wäre mit dem Bus. Und die andere wäre mit dem Zug. Fliegen wäre wirklich kompliziert gewesen, also wir hätten morgens schon losgemusst, um den Flieger zu bekommen, das heißt, der ganze Tag wäre kaputt gewesen. Wir hätten von hier aus wieder zurück nach Koh Samui, 2 Stunden mit der Fähre, wenn ich sich verspätet, bis wir 3 Stunden unterwegs, dann zum Flughafen einchecken, rüberfliegen, auschecken, also wirklich richtig Action und der ganze Tag wäre kaputt gewesen. Die zweite Möglichkeit war mit dem Bus, genau, und für diese haben wir uns auch entschieden. Der Bus fährt nachts, das ist echt gut. Also wir sparen uns wirklich ein Hotelzimmer hier, also eine Nacht. Wir müssen morgen um 17 Uhr rüber mit der Fähre aufs Festland und dann mit dem Bus direkt nach Bangkok. Der Bus fährt ca. 10 Stunden und wir haben uns für einen VIP-Bus entschieden. Es gab einen normalen Bus, der hat jetzt ein paar Mark weniger gekostet und dann einen VIP-Bus. Und in diesem können wir schlafen. Wir haben 2 Sitze, die nebeneinander sitzen. Wir können die nach hinten klappen komplett und werden auch mit Essen versorgt. Die kosteten uns pro Person 1250 Baht, also 2500 Baht zusammen.
macht zusammen ca. 65 Euro im Gegensatz zu 400 Euro, die uns die Flüge gekostet hätten, die Fähre gekostet hätte, plus ja, die eine Übernachtung, die wir uns ja gespart haben. Möglichkeit Nummer 3 mit dem Zug kam für uns überhaupt nicht in Frage. Da wären wir, glaube ich, 15 Stunden unterwegs gewesen und wären in Bangkok angekommen um 11.30 Uhr, glaube ich. Jetzt ja mit dem Bus die Geschichte. Werden wir um 6 Uhr in Bangkok ankommen. Ich denke mal, spätestens 7 Uhr sind wir in unserem Hotel. Und dann hoffen wir mal, dass die uns schon reinlassen. Ansonsten lassen wir die Koffer da und gehen erstmal frühstücken. Also das war auf jeden Fall die beste Alternative. Und wir sparen uns natürlich einen Flug, da die Jenny ja extreme Flugangst hat. Und ja, jedes Mal hat für die natürlich auch mit Stress verbunden ist, sind wir natürlich jetzt auch damit sehr zufrieden. Und wie Jennys blaue Flecken an die Unterarme gekommen sind und ich mir meine Prellungen und Schmerzen zugezogen habe, zeigen wir euch jetzt. All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainties, baby, I can show you how. Let my love in, let my love in, lay your heart on me. If you're hurting, if you're hurting, lay it all on me. You can lay it all on me. You can lay it all on me. If you're hurting, if you're hurting, lay it all on me. Lay it all. Jetzt ist die Jenny dran. Komm! Jenny! Ich glaube, sie traut sich nicht. Nee, ich glaube, sie traut sich nicht. Aber ist schon nicht ohne. Also. Das Problem ist, ich habe so ein Talent, ich verletze mich direkt. Du verletzt dich, nee. Wird schon. Ich bin ja da, alles gut. Ja klar bin ich da. Ich stehe ja dann hier und du fliegst ja dann da. Dann lache ich auch mal kurz, aber dann springe ich rein und rette dich. Komm, let's go! All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainties, baby, I can show you how. Let my love in, let my love in, lay your heart on me. Mal schnell später einen neuen Fan für unseren YouTube-Channel gefunden. Oh oh. Hallo, wir wollen doch dich nur streicheln. Wir wollen doch nur lieb zu dir sein. Aber ich habe die Dschungelcamp gesehen. Wenn ich anfange zu rennen. Hello, my friend. Ho. Ich glaube, wir müssen weg. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Oh, ist Coca-Cola. Keine Werbung, ja, keine Schleichwerbung. So, wir sind jetzt an einem Geheimtipp angekommen von einer Eisdiele. Also wir waren jetzt gestern schon mal hier, haben aber leider nichts gefilmt, weil wir irgendwie die Kamera nicht dabei hatten. Und das war wirklich sensationell. Und da haben wir gesagt, wir müssen diesen Geheimtipp hier nochmal anfahren. Das hat die Jenny irgendwie bei YouTube rausbekommen. Und hier gibt es wirklich sensationelles Eis. Also ich habe noch nie so ein gutes Eis gegessen. Und ich glaube, das wird in Europa auch schwierig, sowas herzustellen. Ich bin kein Freund von Schokoladeneis oder so. Aber das Eis, was man hier bekommt, ist wirklich grandios. Also ich habe keine Worte. Ich hatte gerade so einen Jesus-Schein ja, da, den wir schon mal wieder haben. Warte, da ist er fast.
Da ist er. Warte, ich muss nicht so weiter weg. Jetzt, oh, nein, doch nicht. Das sah richtig gut aus, das stand mir richtig gut. Ja. Nein, das will nicht. Ist vorbei jetzt. Der magische Moment ist vorbei. Ja, ach, da ist er wieder. Da. Ah, jetzt. Boah, jetzt kriegst du den ab. Ja, jetzt bin ich die. Passt mir gar nicht. Da, oh, guck mal. Ja, zurück zum Eis. Kann man nicht in Worte fassen, also wirklich sensationell. Man merkt wirklich die Natur, man merkt, hier sind wirklich null Konservierungsstoffe drin und das macht das wahrscheinlich so besonders. Schade, dass man das in der heutigen Zeit noch nicht, dass man in der heutigen Zeit den Geschmack nicht mitfilmen kann. Juhu, Essen ist da. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Für umgerechnet 4 Euro. Das kann mal richtig was, oder? Ohne Fleisch und ohne Fisch. Aber mit Ei. Ja. So delicious. Mm. So true. Boah. So lecker. Krass. Also ich will jetzt nicht über unsere deutsche Küche schimpfen. Oder wenn wir in Deutschland beim Essen sind. Aber da können sich wirklich einige eine Scheibe abschneiden. Oh, da ist es. Coffee, Green Tea, ja gut, und das soll Sweet Milk sein. Ich glaube, die hat Erdbeer reingetan. Der unzufriedene Mensch wird wahrscheinlich jetzt schimpfen. Mir ist das egal. Schmeckt bestimmt lecker. Mal, Jenny versteckt ihr Eis vor mir. Sie hat Angst, dass ich das wegnehme. Habt ihr gesehen? Gar nicht. Guck mal, wie sie das wegtut. Guck mal. Ja, das ist das. Ja, also wenn es um Eis geht und Schokolade, da ist sie ganz eigen. Du kaufst ja nicht, du schlingst ja nur. Weil ich schling, deswegen willst du mir nichts davon abgeben. Du hast selber 3 Kugeln. Nein. Ich schüchte doch. Dann probier das mal. Adam ist sehr müde heute. Sehr müde. Thank you very much.